Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Let's Play Minecraft. Ja, eine heutige Episode, oder beziehungsweise eine gestrige Episode. Also, eine gestrige Episode haben wir hier kurz irgendwas gemacht. Also, denke ja, irgendwie. Sieht irgendwie so komisch aus. Wir hatten schon gestern mit. Als wir zu Abend gegessen haben, bin ich irgendwie so da gewesen, hab irgendwie so mit meiner Hand irgendwie, also bin ich kurz was bin. So, hab ich kurz mit meinem Mikrofon, meine Hände irgendwie so komisch getan, so ganz an meine Schulter, mein Körper getan und irgendwie so geredet, dass man meinen könnte, man von hinten irgendwie einen Puppenmacher irgendwie von meiner Seite mich irgendwie lecken würde. Kann irgendwie so raus. Aber na gut. Es war zum Glück nicht so, dass mich jemand gelenkt hätte. Aber wirklich, es war eine coole. Nicht Animation, aber solche Schule. Es war cool. So, Ende. Also meine Fresse. Mit 46, da ist man mitten im Leben, aber ein paar sind dann leider schon von uns gegangen. Jeder hat seine eigene Uhr und jemand, ja, irgendwann muss jeder die Welt verlassen, ob er will oder nicht. Ah. Ich hab doch gesagt, irgendwann wird die Musik unerträglich laut, weil andere Musikstücke sind ein bisschen leiser und lauter und... Die Frage ist, ob es jetzt die richtige Lautstärke ist. Hier müssen wir auch so machen, denn hier geht's ja nicht weiter. Und da drüben. Hopp. So. Nach unten. Einzige Weg nach unten. Wir wollen alles richtig tun. Nein, wir haben nicht zu viele Schaufeln gecraftet. Nein. Und holla. Das Grundgerüst steht. Das Grundgerüst steht. Dass hier die Klötzchen hier der Welt, wenn da noch ein Dach zu Hilfe gekommen. Ich würde sagen, das hier wird schon überdacht, das Ding hier, die Vorhof, aber schon offen. Auf zwei, drei Seiten hin. Und ich muss sagen, sie gedeihen unterschiedlich schnell hier die Weizen, aber. Es sind schon irgendwie großartig, das finde ich einfach cool. Minecraft, ich finde, man kann Minecraft wirklich vergleichen mit mein Horn seht ihr gar nicht. Man kann Minecraft vergleichen irgendwie wie früher Lego. Lego hast du Klötzchen, zack, so aufeinander gestapelt, wirrlos, manchmal mit ein bisschen Rips, je nachdem wie alt man war. Und es ist irgendwie, Minecraft ist wirklich, man kann es wirklich super vergleichen. Einfach in einem geileren Modus, denn man kann es mit mehr Spieler spielen. Man, okay, Lego kannst auch mit mehreren Personen spielen. Man muss aber dann zusammen im gleichen Raum sein. Was eigentlich gar nicht so schlimm ist. Aber wenn man Freunde rund um die Welt hat, dann wird es schon schwieriger, da irgendwie Kontakte zu schließen, also miteinander spielen zu können, wenn man nicht irgendwie mit dem Medium der heutigen Zeit vertraut ist. So. Ja, umgekehrt. Dann mal los. Aber wo? Das soll ja ein Bauernhof werden, ne? So. Jetzt kann jemand rein und eventuell kommt hier noch Glas rein. Wie viele Abstände haben wir hier eigentlich? Wie viele Abstände haben wir hier? 4. Ach, scheiße. Geht nicht auf. Dann machen wir das so. Und hier ebenfalls. Und wenn ihr eventuell im Hintergrund Geräusche hört, dann ist es so, weil man wieder mal staubsaugen muss in der Herrschaft der guten alten Sittlichkeit. Und irgendwie habe ich langsam kalt, denn das Fenster neben mir ist Gottes Kacke offen. Also gekippt offen. So. Ist das scheißegal. Auf jeden Fall gekippt ist es offen. Gekippt ist es offen, das tönt irgendwie ganz, ganz komisch. Ja, also auf jeden Fall haben wir hier
ein paar Züchtungen gemacht und jetzt kommen schon wieder die ersten Gesindel. Die geben keine Knochen ab, das heißt, wir können auch kein Knochenmehl haben. Wir brauchen eigentlich Knochenmehl. Aber wir gaben. Oh. Ich höre, also Skelette, das ist super. Wir brauchen Skelette für unsere Sache des Wohlstandes. Schon. Oh. Oh, 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 oh. Nein, du wirst mir hier nicht begegnen. 6. Meine Fresse. Der gab aber schon viel. Und ich glaube, nein. Komm, triff das Zombie. Das passt genau hier zur Musik, also zu der Stimmung, muss man zugeben. Ach du Scheiße, ich renne dann lieber kurz fort. Weil ich es kann, noch kann. Enderman! Und hier ist unser gutes... Ja... Oh. Oh, hallo! Ach nö, die Kleinen sind ja die miesesten hier. Gib ihm auch Rohstoff. Regeneriere ich mich? Ich glaube nur bei vollem. Also vollem Zustand, nicht voll in Sache Alkohol, aber ihr wisst, was ich meine. Oder? Ich kann nicht so wenig machen. Ja, Halleluja! Da war ein Skelett hier hoch. Den Besucher mal kurz. Wir haben keinerlei Knochen mitgeholt, gesammelt, oder wie? Verkackte Scheiße, keine Knochen! Ich brauche aber Knochen. Wir brauchen Knochen zusammen, wir brauchen Knochen. Eisen. Und ich würde mal sagen, den Fischsetzling hier. Ach, nö. 3 Creeper auf einer Stelle. Oh oh. Ah. Und den Erdball habe ich ihn noch nicht, also habe ich noch nicht runtergeschmissen, der hier steht. Das Erdgedöns, dann kann ich hier hoch und kurz regenerieren. Oh, das ist ja in der Nacht, ist das ein echter Schreck hier. Das verrottete Fleisch habe ich schon. Mampfen, das stört mich ehrlich gesagt gar nicht. Und unser Schwert zu nahe gegangen. Wir brauchen theoretisch gesehen 2 Eisen. Haben wir noch Stickies? Okay, wir haben Stickies. Ich sehe schwarz. Schnell mal was craften. Fuck it. Na, okay. Hat nicht gereicht. Schwert, genau. Ich crafte mir mal kurz ein Schwert. Monster, Steine. Ich muss mir gerade einen Eisschwert machen. Wir haben ja genügend. Holz! So viel! Das brauche ich noch nicht. Mit ihm! 2-2, ja. Gut, das Schwert machen wir noch gleich. Zack, zurück und Edelmetalle auch. Oh, haben wir gar nichts mehr. Okay, wir gehen in den Kampf der Todlosen, in den Kampf der Brotlosen.
Okay, wir haben wieder einen Slot frei für Knochen. Wo bin ich gestorben? Genau, bei unserem Häuschen. Ach nö, komm mir nicht zu nahe. Da ging sie ab da oben. Ach du Scheiße, ey. Da kommt ein Knecht mit deinem Ruprecht. Och nö. Und ich bin nicht mal, nicht mal irgendwie. Ach nö. Creeper. So, wir haben eventuell alles aufgesammelt. Oh, fuck it. Komme ich einer hoch? Also anderweitig oder irgendwie. Ja. Okay, gut. Ah, okay, wir sind nackig. Und bei dem Unfall haben wir leider Gottes auch unsere schöne Rüstung verloren. Aber wir müssen kurzerhand hier noch ein bisschen sortieren. Das geht natürlich klar. Hoffe ich. Wir sind 11 Minuten vorbei. Ey, du heilige Makrele. Das geht auch immer aber fix. Oh oh. Ja, tolle Wurst. Ha! Assassin's Creed! Wow! Voll durchgenannt. Okay. Fuck it. Nein. Ich muss wieder hoch. Okay. Der Plan nach oben zu gehen ist leider so Gottes gerade gescheitert. Ja, das bin ich hier nackig wie eh und je. Sortieren, genau. Das hatte ich ja vor, bevor ich gestört worden bin. Von einem gewissen Spum. Opa, und so. Und wir haben genügend Schaufeln dabei. Kann hier hinkommen. Okay, eine Steinangst haben wir auch. Zum Heulen, zum Bauen. Fichten. Aber Nahrung, das brauchen wir auch. Also Nahrung. Es ist Wegwerfnahrung. Das andere in den Müll werfen könnten. Aber auch würden. Und das ist auch wieder so ein Thema. Ah. Müll. Also nicht Müll, aber Nahrungsmittel, die eigentlich noch gut wären, in dem Fall einfach vorzuwerfen. Wir sammeln TNT, also Schwarzpulver für TNT, obwohl wir nie TNT brauchen werden. Kann ich mir vorstellen. Ist mir suspekt, aber ich halte mich da auch raus. Es ist irgendwie, wenn man das alles aus Holz macht und das Dach auch noch aus Holz, ist es irgendwie komisch. Das heißt, ich werde jetzt versuchen, genau, also logischerweise, dann das Dach nicht aus Holz zu machen, sondern aus Bruchsteintreppen. Und die Treppen werden natürlich auch ganz gut, fuck it, die Treppen werden auch ganz gut dann eben halten, so wie ich mir das vorgestellt habe. Man sieht auch gerade den Effekt, den ich hier erzielen will mit den Holzstämmen hier, also habe ich jetzt eventuell nicht selbst erfunden, aber kam mir beim GSQR-Server, als ich da einfach gebaut habe, drauf losgebaut habe, einfach so in den Sinn, komm, wir machen das mal, und es sieht gar nicht mal so scheiße aus. Jetzt geh hin. Kann ich die Sachen hier irgendwie lauter drehen? Weil es gibt bestimmte Musiktitel, die einfach ein bisschen leise sind. Na okay, gut, dann lassen wir es eben.
muss ich eben immer switchen, aber das macht mir ehrlich gesagt nichts aus. Wenn es euch was ausmacht, dass ihr immer die Musik wechselt, dann schreibt es unten in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns, liebe Leute, morgen am Samstag wieder. Ja, am Samstag wieder. Wir sehen uns. Tschüss und haut rein. Juhu.